Promi-Geflüster heute wieder mit einer neuen Ausgabe und heute haben wir einen Schauspieler mal wieder zu Gast. Ich muss mal jetzt ein bisschen zurückblättern sozusagen in Sachen Promi-Geflüster. 2010 habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Damals war er noch auf der Kartbahn zugange in Friedrichshafen, Race for Kids hieß die Veranstaltung und hat ganz ordentlich Gas gegeben. Dann haben wir uns ja so circa 5 Jahre später wieder getroffen beim Audi Generation Award und jetzt hat er wieder eine ganz neue Aufgabe. Ab 9. September gehen die neuen Folgen los von der Notruf Hafenkante und da gibt es einen neuen, Nick Brandt, so heißt er. Gespielt von meinem heutigen Interviewgast von, na, ihr wisst es natürlich noch nicht, aber jetzt ist er da, hoffentlich, genau, hier, Raul Richter. Er ist neu in der Serie Notruf Hafenkante. Grüß dich, hallo. Grüß dich, servus mein Lieber. Ja, ich darf ab 9. September einen Polizisten spielen oder geben und ja, da könnt ihr euch auf schöne Geschichten freuen. Genau, jetzt, wie gesagt, Polizist, ich habe da mal ein kleines Bild vorbereitet, dann sieht man gleich mal, wie die Rolle oder wie du dich als in der Uniform rüberkommst. So ist er. Nick Brandt, genau. Schnittig. Und er ist gleich hier der Neue sozusagen von der Franzi Jung, die wiederum der, ja, von der Reha Hader Fennewald gespielt wird. Genau, die hat man auch schon mal im Interview, genau. Neues Team, neue Folgen. Neues Team, neue Folgen. Lustigerweise ja Rea Harder, auch damals bei GZSZ gewesen, zwar vor meiner Zeit, wir haben uns nicht kennengelernt am Set, aber ja, sie teilt mit mir die GZSZ-Erfahrung und ehrlicherweise hat das beim Casting schon ganz gut funktioniert mit uns und aha, daraufhin habe ich dann letztes Jahr die Rolle ergattern dürfen. Genau, also es gab ja letztes Jahr schon eine Pressemeldung, dass du neu dabei bist. Also das heißt, 2020 habt ihr kräftig produziert, vorgelegt. Damit jetzt, wie viele Folgen sind es jetzt, die neu anstehen? Also ich glaube, wir haben 20 Folgen gedreht und dieses Jahr auch wieder 20, 25 Folgen. Und man muss sagen, trotz Corona haben wir den Dreh ganz gut auch letztes Jahr durchgezogen bekommen. Es gab eine Unterbrechung, aber ansonsten haben wir das gut über die Bühne gebracht und ich denke, wir haben da ganz gut schöne Folgen produziert. Ja, und jetzt natürlich aktuell auch wieder am Drehen. Ich hatte ja schon einen Versuch gestartet, mich mit dir in Verbindung zu setzen, aber irgendwie haben die Dreharbeiten komplett wieder alles durcheinander geworfen, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Normalerweise passiert das nicht, weil wir haben schon einen strikten Plan, an den sich auch zu 99% gehalten wird. In dem Fall war es aber das Synchronstudio, was mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und da muss man dann mal auch kurzfristig einspringen. Ja, klar. Und natürlich, klar, wer es weiß oder wer sich ein bisschen mit Film und Fernsehen auskennt, es läuft natürlich nicht immer alles so hundertprozentig nach Plan. Es ist jetzt nicht so ein Job, wo man sagt, man geht morgens um 7 zur Arbeit und um 17 Uhr hat man Feierabend. Ist es nicht, dann sind natürlich auch, je nachdem, wenn man draußen dreht, auch manchmal die Wetterprognosen ein bisschen, die einen Strich durch die Rechnung machen können, wenn es dann mal wieder regnet oder die Sonne zu stark scheint. Man weiß es ja nie, ne? Man weiß es nie, man muss aber auf alles vorbereitet sein. Es wird bei jedem Wetter gedreht, also außer es ist irgendwie Starkregen, dann müsste man mal kurz pausieren. Aber selbst wenn es regnet, muss man sich irgendwie dann an der Location vielleicht einen anderen Ort suchen, wo man geschützt ist und so. Und muss aber auch mit dem Ton passen und es muss auch zu den Szenen davor und danach passen. Ja, wir drehen ja nicht chronologisch. Wissen ja vielleicht viele nicht, beim Film dreht man eigentlich nie chronologisch, sondern man dreht nach Drehorten. Ja, und dann macht man erstmal den einen Drehort, dann macht man den anderen Drehort. Die sind ja nicht chronologisch, meistens hängen die nicht chronologisch zusammen. Und dementsprechend muss man da schon ein bisschen aufpassen. Genau, also da ist mir schon in der neuen Folge ein kleiner Schnittfehler aufgefallen, aber... Ach, wirklich? Ja. Ja. Siehste. Hast du die schon gesehen, die? Hast du die schon geschaut? Genau, die habe ich schon gesehen, die kleine Hafenrundfahrt, genau. Richtig. Nee, also da mal auch drauf achten, irgendwie ist ein Bus im Hintergrund, der fährt mal zu schnell um die Ecke oder ist in der nächsten Szene schon um die Ecke gefahren, wo es noch gar nicht sein soll. Ne?
Ja, das passiert tatsächlich. Richtig. Aber das fällt nur jemand auf, der vielleicht ein Den bisschen ein Auge Profis. drauf hat. Genau. Genau. Ja, also jetzt nach der GZSZ-Geschichte, das war 2014, wie gesagt, da hast du ja dann danach in ziemlich vielen Gastrollen da mitgewirkt und auch sehr viel Synchronsprecher gemacht, gell? Richtig, ja, synchron mache ich ja eigentlich, das ist ja, zieht sich ja wie ein roter Faden durch, oh Gott, jetzt mittlerweile auch schon seit fast 20 Jahren bin ich als Synchronsprecher tätig, auch Wahnsinn eigentlich, ne? Genau, das mache ich ja immer neben der Dreherei und dann hatte ich habe nicht so viel gedreht, muss man ehrlicherweise sagen, nach GZSZ, da hatte ich immer mal da eine Episodenrolle, da mal irgendwie Rosamunde Pilcher und so weiter, und davon kann man aber natürlich nicht leben. Ja. Es sind dann nicht so viele Drehtage und es ist ein bisschen was anderes, als wenn man natürlich ein festes Gehalt hat wie bei einer Serie. Und die ist jetzt mal 2021 mal für dich fix oder beziehungsweise 2020. Die wird sich jetzt mal so die nächsten Jahre mal wieder, sage ich mal, hoffentlich hinziehen, ne? Weiß immer nie, wie lange A, das ZDF natürlich die Serie im Programm behält und wie Richtig. lange B, die Produktion mich behalten will und C, wie lange ich da sein will. Also, das sind Genau. natürlich verschiedene Faktoren, aber erstmal bin ich ein bisschen dabei. Wäre ja auch schade, wenn man da gleich die Reißleine zieht und es macht ja auch Spaß, so einen Charakter zu entwickeln und ich habe letztens erst mit den Autoren gesprochen, weil da ging es um Geschichten, um Feedback, was können wir ändern, was wollen wir beibehalten. Und ja, wir sind da alle sehr, sehr zufrieden, was die Rolle angeht. Und die bringt echt ein bisschen Leben in die Wache. Ja, doch, durchaus, durchaus, genau. Also es ist spannend anzuschauen, es lohnt sich. An die Fans draußen, klar, reinschalten. 9. September geht's los, ZDF, um 19:25 Uhr. So ist es, ganz genau, Richtig. richtig. Ganz genau. Und dann immer wieder donnerstags natürlich gibt es dann die neuen Folgen. Genau, und wer es verpasst hat, Mediathek. Natürlich. Na? So schaut's aus, genau. Du hast mir damals beim Audit Generation Award mal so verraten, würdest du auch gerne mal so eine böse Rolle spielen, also eher die schlechte Seite. Ist dir das mal gelungen in der Zeit jetzt? Ist eine gute Frage. Meistens werde ich immer auf diesen guten besetzt, was ja auch okay ist. Ich sehe auch einfach lieb aus. Aber jetzt gerade, was zum Beispiel die Rolle des Nick Brandts angeht, der hat halt Ecke und Kante und der haut auch mal drauf und der macht auch nicht immer alles korrekt und der ist auch nicht ganz so beliebt unbedingt in der Wache. Aber er macht halt einen guten Job. Ja? Er ist ein guter Polizist und er hat auch ein bisschen düstere Vergangenheit, ohne da jetzt viel zu verraten. Aber ja, und das ist aber das, glaube ich, was auch bei Bösewichten Spaß macht, eben, dass man ein bisschen mehr kantiger spielen kann. Und das kann ich jetzt sogar bei dem Polizisten. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, wir sind gespannt, was uns in den nächsten Folgen dann noch erwartet. Und ja, ansonsten 2020, wenn ich mich so zurückerinnere, da warst du auch im Dschungel. Wie war es denn da? Hart. Hart. Sehr hart. Sehr hart. Ja, die meisten habe ich schon wieder vergessen, weil ich wurde ja auch kaum ausgestrahlt, weil ich mich ja dezent da im Hintergrund gehalten, habe mich ja da rausgehalten aus den ganzen Lästereien und so weiter. Und wenn man sich dann natürlich nicht beteiligt, dann ja, hat man auch nicht so viel Sendezeit, was für mich total okay ist. Aber es war eine harte Zeit. War cool, hat Spaß gemacht. Aber das Essen, wenig Essen und wenig Schlaf, das und die Leute ist okay, ja, aber mir hat am meisten das wenig Essen zugesetzt. Das hat mir ganz schön Energie geraubt. Also, wenn man da das Foto oder das Bild, Foto ist es ja nicht, das Gemälde hinter dir sieht, das erinnert so ein bisschen an den Dschungel vielleicht, oder? Hat es da was mit zu tun oder? Ehrlich gesagt, ich hatte mir dieses Bild gekauft, weil ich Promi-Dinner, ich weiß es nicht, war es vielleicht 2010 oder 9 oder 11, ich weiß es nicht, irgendwas in dem Dreh. Ich habe das erste Mal Promi-Dinner gemacht und ich hatte eine riesengroße weiße Wand beim Esstisch. Und es war so eine große Altbauwohnung, die ich da hatte. Und diese weiße Wand war einfach nicht schön.
Also habe ich mich auf die Suche gemacht und habe hier einen Berliner Maler entdeckt und bei dem habe ich dieses Riesen, man sieht es jetzt nicht ganz, aber es ist ziemlich groß, Gemälde gekauft. Mein erstes Gemälde und bis dato auch mein letztes. Okay, kann ja noch wertvoll werden, oder? Man weiß es ja nicht, Ich ne? glaube, das ist sogar schon wertvoll. Ich habe es damals echt zum guten Kurs bekommen. Ich glaube, das ist sogar wertvoll. Aber hey, ich möchte es behalten. Ich möchte es nicht verkaufen. Ja, ein Picasso ist es jedenfalls aber nicht. Nein, 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 Picasso ist es nicht. Aber es ist wirklich hier, wie sagt man, Öl auf Leinwand. Ja, Ja, ja. das Material ist schon ein bisschen was wert. Okay. Ja, ist gut. Oh. Man weiß ja nie, ne? Also Nee, irgendwelche wenn es mal schlecht Wertanlagen. läuft. Genau. Ja, wenn es mit Schauspielerei oder mit der ganzen Showbranche nichts mehr werden sollte, da hast ja du jetzt noch ein zweites Standbein sozusagen. Seit 2016 ein Startup-Unternehmen gegründet. Da geht's, ja, da kann man sagen, du bist eigentlich der Rosenkavalier, oder? Ja, ich verstehe gar nicht, warum Paul Janke dieses Business nicht schon längst auch eingeführt hat. Irgendwie ist es an den Bachelor vorbeigegangen, das Rosenbusiness. Ja, man kann Holy fast gar nicht Flowers, mehr. so heißt deine Seite und auch deine Firma, ne? Genau, man kann fast gar nicht mehr Startup sagen, sondern ja, wir sind seit 5 Jahren auf dem Markt und wir machen eben diese konservierten Rosen in den Gescheckboxen. Und da sind wir fleißig am Verkaufen und das ist so mein zweites, drittes, viertes Standbein, je nachdem. Und ich denke, es ist als Schauspieler nicht ganz unwichtig, auch vorzusorgen und auch mal für schlechte Zeiten was anderes zu haben. Ja, klar. Weil man weiß ja nie, wie es wirklich heutzutage alles, was es alles bringt. Genau, gerade jetzt auch in der Corona-Krise, denke ich mal, da werden bestimmt einige Schauspieler, die sich auch vielleicht so aufs Theater nur fixiert haben, gerade ein bisschen schwer tun, oder? Ja, das ist eine ganz blöde Situation für alle Kollegen. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe ja selbst 2019 in Bad Segeberg gespielt, Karl-May-Festspiele. Und 2020 war natürlich die nächste Show geplant, nicht mit mir, aber dann mit den weiteren anderen Darstellern und so. Und das ist alles flach gefallen. Und wenn ich mir überlege, dass ich ein Jahr später den Job bekommen hätte von Karl May und dann, ich hätte mich in den Grund und Boden geärgert. Und da geht es natürlich um viel Geld. Und ja, auch dieses Jahr ist es wieder flach gefallen. Also es tut mir wahnsinnig leid an alle Leute, die auf der Bühne gestanden haben. Das Musiker natürlich dasselbe. Klar. Und es ist einfach eine ganz, ganz blöde Situation. Aber ich bin hoffnungsvoll, dass sich das demnächst auch wieder ändern wird. Was gibt's drüber hinaus über die Hafenkante für noch Projekte, über die man vielleicht noch sprechen kann? Was steht noch an für Da bin ich 2021? erstmal ganz ehrlich, keine Ahnung, also gar nichts. Neben Hafenkante ist jetzt erstmal, ich bin bis Ende November erstmal durchgängig beschäftigt und dann im Winter muss man auch gucken, was dann reinkommt. Aber jetzt machen wir erstmal, bin ich hier mal auf Promotour für die Hafenkante. Anfang September geht es ja los. Und dann gucken wir mal, wie da alles Feedback ist. Und dann gibt es bestimmt die ein oder andere Show wieder, bei der ich mitmachen werde. Vielleicht eine Quizshow oder so. Und Genau. ja, ansonsten bin ich erstmal gut beschäftigt. Moderator oder auch sonst hier als Synchronsprecher, klar, das sind auch noch, wie gesagt, deine weiteren Aufgaben. DSDS hast du ja damals auch moderieren dürfen, gell? Ja, auch schon lange her. Das ist wahr, genau. DSDS, damals noch mit Dieter Bohlen, jetzt hier mit Florian Silbereisen, komplett neue Ja. Besetzung. So ganz nebenbei, meinst du, das geht gut? Ohne den großen Dieter. Ja, Dieter ist schon ein Typ für sich. Den muss man nicht mögen, kann man mögen, aber ich glaube, genau das macht es aus. Florian Silbereisen, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube, es wird nicht so spannend. Und ich finde, Silbereisen, mir ist er jetzt auch nicht bekannt als Musikproduzent oder so, sondern er ist halt Nee, selber das ist eigentlich gar nicht, das stimmt richtig. ist Musiker. Ja. Er hat bestimmt auch was auf dem Kasten, aber ich finde das Format, vielleicht sollte man es einfach absetzen und lassen. Genau, das klar. Weiß man Man nie, muss wie die es kommt. Kuh eher nicht melken, bis sie tot ist. Richtig, richtig. Ja, wie gesagt, es sind so viele Formate, die jetzt gerade irgendwo jetzt dann wieder an den Start gehen, wo man vielleicht manchmal doch ein bisschen kritisch drauf schaut, ne? Auch das ZDF wagt ein paar neue Sachen.
Ja, oh, erzähl mal. Naja. Ja, gibt es da ein paar Sachen, die, ja, geht so, ja. Man weiß es nicht, wie es hinhaut hier. Giovanni Zarella, der kriegt jetzt auch seine neue Show ab Anfang September. Aber Giovanni, muss ich sagen, ich habe mal eine Show mit ihm gemacht, eine Kochshow, die hat er moderiert, ich glaube auf RTL 2 war das. Das hat er nicht schlecht gemacht und der hat sich auch über die Jahre jetzt gemausert und moderiert gut und ist, glaube ich, auch Publikumliebling und nee, also Giovanni finde ich sehr, also ein sympathischer Typ. Ich glaube, der wuppt es und passt auch ins ZDF ganz gut rein. Also ich sage mal so vom Typ her, klar, ich kenne ihn ja auch, der kommt ja eh aus meiner Ecke, wo ich ja zu Hause bin, in Reutlingen, nur ein paar Kilometer weg entfernt, Hechingen ist er ja gebürtig, ne? Okay. Ja, und so als Typ, klar, ist er okay und er hat das Zeug schon auch, aber vom Inhalt her sagen es auch viele noch, sind ein paar Kritiker schon noch da, ob das wohl hinhaut im Vergleich, Gegensatz. Wird ja dann wieder mit Silbereisen verglichen. Ne? Also, Naja, Das mal werden wir abwarten. sehen. Man muss ihm Mal auf jeden Fall eine abwarten. Chance geben. Ich glaube, Richtig, das ist richtig, ganz genau. wichtig. Ganz klar. Nee, also, mein, wenn es funktioniert, klar, bin ich natürlich, freue ich mich für ihn. Ganz klar. Ne? Ja. Ja, ja Urlaub hast du schon hinter dir. Ich weiß es, als der große hier Pressetag wieder war, da warst du irgendwo im Urlaub. Ich war in Spanien, genau, in Andalusien waren wir unterwegs und haben uns ein bisschen. Ich hatte gerade mal so 2 Wochen drehfrei und muss mal aufpassen, dass man nicht zu braun wird, weil das passt ja dann auch wieder von den Anschlüssen nicht. aber da muss uns ein bisschen gut gehen lassen. Sonst hat die Maske wieder mehr zu tun im Nachhinein, ne? Im Zweifel das, ja. Wobei, gut, ich meine, so ein Polizist kann ja auch mal im Urlaub gewesen sein oder auf der Sonnenbank, ne? Ja, kann er. Aber das Problem ist natürlich, wenn man vorher schon ein paar Szenen in der Folge aus der Folge gedreht hat, man dann in den Urlaub fährt und dann muss man wieder die Szenen danach drehen und auf einmal springt es von weiß auf braun. Das wird schwierig, ja, zu Das erklären wird sein. schwierig, das wird schwierig, das ist richtig, genau. Aber du hattest dann hoffentlich ein bisschen Sonne abbekommen, weil Sommer in Deutschland 2021 ist ja nicht wirklich so berauschend. Man darf jetzt auch nicht sagen, ins Wasser gefallen, weil das hat wieder einen bitteren Beigeschmack. Aber ja, das ist aktuell natürlich nicht so schön. Da ist es im Ausland dann ein bisschen wärmer. Genau, richtig, aber hoffentlich nicht wiederum zu warm, so wie in Griechenland und Türkei. Ne? Das ist dann wieder etwas zu heftig. Die Wetterextremen nehmen zu, Klimawandel, Überbevölkerung und Co. Es spielt alles natürlich eine Rolle. Genau. Also du denkst da schon auch mit dem Gedanken, dass es wirklich der Klimawandel ist, oder? Es sind verschiedene Faktoren. Also natürlich ist es der Klimawandel. Der Klimawandel ist durch uns Menschen gemacht und wir Menschen sind einfach zu viele. Ja, und auch die Überflutungen sind natürlich eine Folge der Überpopulation, der Bebauung. Normalerweise wären da vielleicht freie Flächen, die hätten das Wasser aufgenommen. Und ja, wir produzieren zu viel CO2 und das wird dadurch, dass wir immer mehr Menschen werden, wird das auch schwer in Griff zu kriegen sein. Also wissen wir ja die Prognosen, selbst wenn wir von heute auf morgen unseren CO2-Ausstoß komplett auf Null schrauben würden, wird es immer noch eng werden. Also Nee, da hast du recht. Also da muss man wirklich, denke ich mal, alle ein bisschen in uns gehen und in der Tat vielleicht ein bisschen uns überlegen, wo man, was man an Müll vermeiden kann, etc. Oder viele, viele Themen, viele, viele Themen. Viele, viele Themen und das ist auch immer ganz schwierig, weil ich selber bin einer, der gerne in Urlaub fliegt. Ich nehme gerne das Flugzeug, weil ich irgendwo weit wegfahren muss. Bin jetzt auch immer viel mit der Bahn unterwegs, muss ich ehrlicherweise sagen, ja klar. Aber auch Verkehr ist jetzt nicht das Riesen CO2, ja, das ist nicht der Riesen CO2-Ausstoß. Es ist vielmehr die Industrie, aber es ist auch die Fleischproduktion, Theo Ganz zum klar. Beispiel, ja. Also das ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Aber Kommt da können wir mal. gerne mal wieder Ja. diskutieren. Da können wir uns Ja. vielleicht mal noch ein paar Kollegen oder wie auch immer mal dazu holen. Vielleicht gibt es mal eine kleine nette Ja, total. Diskussionsrunde. Na klar. Why not? Genau. Eine Sache, das ist mir mal aufgefallen, in der Tat, auch bei einem kleinen Weinfest bei uns, als wir bloß zu zweit, zu dritt zusammengestanden haben, war eigentlich alles okay. Sobald es dann ein bisschen später wurde und auf einmal eine ganze Traube sich gebildet hatte,
hat man wirklich gemerkt, wie warm es eigentlich so langsam dann wird. Es war eh im Sommer oder im Spätsommer, wo es warm war, aber da war ja, durch die ganzen Menschenansammlung ist es schnell wärmer geworden. Man hat es gleich gespürt. Ja klar, ist ja die durch die Körperwärme, ne? Ganz genau, richtig. Ja, richtig. Ja, also das sind so kleine Ja. Phänomene, die man da vielleicht selber manchmal feststellen kann, ne? Ja, klar. Richtig. Sehr gut, sehr gut. Also, dann haben wir doch ein bisschen wieder ein Update von dir bekommen. 9. September, ich sag's nochmal, einschalten, Notruf, Hafenkante, 19:25 Uhr im ZDF. Kennst den Spruch schon, wie es geht? Im Hast du es auch zweiten? schon machen müssen? Nein, noch nicht, aber mit dem zweiten siehst du besser. Sehr gut. Alles klar. Vielen, vielen Dank euch. Einschalten und bis ganz bald. Macht's gut. Euer Raoul.